Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber süßen Informationsvideo zu Planet Coaster 2. Denn das Free Update 1 kommt im Dezember. Wir sehen es hier, es ist ein Forum-Post gestern Mittag erschienen. Das muss man an der Stelle ja auch einfach mal sagen. Aber das bedeutet, dass Frontier viele der Kritikpunkte, die das Spiel hat oder auch, ja, auch aktuell noch hat und hatte, dass die einige der Sachen verbessern möchten und die kommen dann in einem Free-Update, so wie wir das hier sehen können, im Dezember. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Es ist ein Forum-Post und ich werde ihn so ein bisschen mit euch jetzt hier ja durchgehen, ein bisschen überarbeiten, beziehungsweise ein bisschen vorlesen und sagen, was da so passieren wird. Denn die UI wird verbessert. Das bedeutet, dass man jetzt dann auch in Zukunft am PC mit seiner Maus am Bildschirmrand scrollen kann. Das geht jetzt nicht. Man kann mit der Maus, so wie in anderen Spielen, nicht hin und her gehen. Das ist neu mit dem Update. Außerdem werden Browser-Tabs will remain on screen whilst in Tool-Menus. Super smart. Aktuell ist es so, dass die Tool-Leiste unten immer wieder verschwindet, wenn du da reingehst. Keine Ahnung warum. Es ist halt so. Außerdem ist es so, dass der Color-Picker verbessert wird. Hubala. Das wollte ich jetzt nicht replyen. Wir gehen wieder hoch. Dass der Color-Picker verbessert wird. Existing the Color-Picker will apply in setting as well as clicking confirmed. Bedeutet, super smart. Man muss jetzt dann nicht mehr rausgehen. Also man muss halt nicht immer nur auf confirm drücken, sondern der akzeptiert jetzt auch die Farbe dann, wenn man draufklickt und dann geht das durch. Außerdem kann man Farben ohne Hashtag eingeben. Das ging vorher auch nicht, beziehungsweise geht jetzt auch immer noch nicht. Außerdem correct the mouse failing to move the cursor whilst onside on the granite square. Ja, ich meine, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen und auch improve areas when scenery should remember the last custom color picked. Das ist smart, weil aktuell ist es so, wenn du gerade auch diese recallable Steine und Items und so rausnimmst und dann nochmal neu kopierst, dann wird das einfach das Standardding, sondern der erinnert sich nicht an die Farbe. Das ist bei Planet Zoo so, das ist bei Planet Coaster 1 so. Warum ist es nicht bei Planet Coaster 2? Aber ich meine, sie möchten es jetzt verbessern im Dezember, müssen halt noch einen ganzen Monat warten ungefähr, ist ein bisschen schade. The browser no longer closing when placing blueprints. So viele Blueprints habe ich nicht benutzt, aber wenn man die platziert hat, dann war der Browser danach zu. Ja, das macht schon Sinn. Browser tooltips will show when in placement mode. Macht auch Sinn und improved UI. Das macht schon Sinn. Außerdem wurde return to browser option will work while inside the track editor. Das ist smart, weil aktuell ist es so, dass wenn du in dem track editor bist, dann geht das nicht, dass du hier Return to the Browser machen musst. Du musst oft Escape drücken, du musst oft rechts klicken. Das ist alles ein bisschen komisch. Generell muss man sagen, dass viele Sachen dieses Updates auf PC ausgelegt sind. Und das ist interessant, weil das bedeutet ja auch, das ist ja auch das, was wir ja schon lange besprochen haben und auch in den Kommentaren gesagt haben und in den Videos besprochen haben, das Spiel wurde für die Konsole gemacht. Und jetzt fällt ihm plötzlich auf, Mist, wir haben schon relativ viele Spiele auf dem PC. Und in meinem nächsten Video, was ihr sehen werdet, in meinem nächsten Bild, habe ich so unglaublich lange an diesem Bild gebraucht, weil die UI nicht richtig funktioniert, weil das alles nicht so richtig hundertprozentig funktioniert. Das ist relativ blöd. Außerdem verbessern sie dann auch noch die Coaster. Und zwar bedeutet das, dass man jetzt dann auch separate Beladung- und Entladungsstationen hat. Die gibt es aktuell nicht. Die werden bei einigen Coastern gemacht. Ich bin mal gespannt, ob das bei allen sein wird. Wird wahrscheinlich nur bei einigen sein. So kennt man es mittlerweile. Adding a new Heatmap, also die Guest-Toleranz soll jetzt auch noch auf einer Heatmap gemacht werden. Ich meine, ja, von mir aus, das ist eine gute Verbesserung. Ist jetzt nicht super, super interessant für mich gewesen. Die Heatmaps nutze ich bei Planet Coaster tatsächlich eh nicht so viel. Adding Scenery Piece in Create Custom Coaster Supports. Ich meine, das ist auch okay, wenn man Custom Coaster Supports baut. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, was ich in Zukunft machen möchte. Außerdem add a selection of glass pieces for players to use in their parks. Thank God. Es gibt halt kein Glas in dem Spiel. Jetzt wird's reinkommen. Gratis. Das will ich dir noch zu sagen. Mit dem Sandbox kann man dann das Wetter ändern im Dezember. Außerdem soll das Wasser, die Wassertropfen sollen dann auch in den Pools, in der Poolkamera sein. Ich meine, Herrgott, das war jetzt nicht so wichtig, aber du kannst das Wetter ja eh nicht ändern, so von daher ist es eh egal. Und dann gibt es auch noch mal increase the possible maximum guest cap whilst playing in solo play in sandbox modes on PC only. Auf dem PC kannst du dann das Guest Cap, also die maximal 6000 Besucher, dann auch noch höher machen. Außerdem gibt es ein paar Bugfixes, die verbessert wurden. Ich meine, Herrgott, wer will das nicht? Außerdem, sie hören nicht auf.
In addition to the above, we are also working hard to bring the following additions and enchantments enhancements to this update and will update you on the progress in the coming weeks. Außerdem versuchen sie, diese folgenden Sachen auch noch zu verbessern in dem Update. Also die Sachen sind safe drin, das ist wahrscheinlich auch nicht so schwierig gewesen. Dann wollen sie die Flumes, also die Rutschen, die Wasserrutschen verbessern. Und zwar, dass sie eine bessere Physik haben, dass die Guests bzw. Dummies realistischer sind und dass man mehrere Gäste in den Rutschen haben kann. Ich meine, aktuell kannst du einen Gast per Rutsche haben. Das ist ein bisschen blöd. Dann wollen sie die UI verbessern für Colorblind, also für Farbenblinde. Ich meine, warum gibt es das bis jetzt noch nicht? Das ist ein bisschen schade. Dann Streamlined Multiselect Shift Control will now toggle between options rather than needing to hold the Shift Key. Aktuell ist es so, dass wenn du dann Shift Control drückst und das dann Sachen auswählst, du musst es halt dann. Ja, du musst es halt gedrückt halten. Und vorher ist es halt. Oder sie wollen es jetzt verbessern, dass du es nur einmal drückst und dann kannst du es auswählen. Super smart. Haben wir in Planet Zoo auch. Dann soll es nochmal bessere Controls mit der Kamera-Tilt und den Maus-Controls geben. Also auch die Kamera soll ein bisschen besser laufen am PC, sagen wir, wie sie ist. Dann kann man die Tracked und Transport Rides, also diese Fahrgeschäfte, die nicht. Also sowas wie ein Zug und so. Den Zug, den kann man dann auch customizable. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht ging. Dann wollen sie auch noch Guest and Staff Balancing, including Balancing Guest Tolerance for Queue Length. Also sie wollen hier, ja, wie lange Leute sich anstellen. Das machen sie jetzt auch noch aktuell noch nicht so viel. Dann Remove the Download Limit on PC im Workshop. Also die wollen das Limit für die Downloads erhöhen am PC. Und auch wie viele Sachen man im Workshop per Page sehen kann. Das ist aktuell auch nicht so viel. Und dann ist es weiterhin so, dass sie sagen, dass man im Issue-Tracker Sachen tracken soll, wenn man Probleme hat in diesem Spiel. Generell muss ich sagen, ich freue mich auf das Update. Es ist ein bisschen schade, dass es erst im Dezember kommen wird. Weil wenn sie das hier oben alles safe machen können, warum hauen sie das nicht einfach raus, wenn sie es dann safe gemacht haben? Das wäre schön, würde ich begrüßen. Oder wenn es halt im Anfang Dezember ist. Denn je länger das dauert, desto mehr Spieler sind raus aus dem Spiel. Sagen wir es, wie es ist. Das ist wirklich schade. Es ist halt so, aber so funktioniert halt die Branche. Ne? So funktioniert die Branche. Und ich glaube, auch viele von euch haben dem Spiel schon abgeschworen, beziehungsweise sind dann auch nicht damit gestartet. Vielleicht kann das Update helfen. Vielleicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Ich muss sagen, ich bin positiv dem Ganzen gegenüber, aber auch gespannt und freue mich darauf zu sehen, was in Zukunft noch passieren wird. Das hier zeigt, dass sie herausgefunden haben, Mist, unser Spiel war nicht fertig. Ist aber auch wild, dass sie gedacht haben, dass das Spiel fertig war, so wie es erschienen ist. Muss man ganz ehrlich sagen, wie dem auch sei. An dieser Stelle möchte ich sagen, danke für euren Support, für euer Feedback. Danke für die Daumen nach oben. Gerne auch diesen Kanal abonnieren, wenn du gar keine News von Planet Coaster 2 oder von Planet Zoo oder generell von diesen Planet-Spielen verpassen möchtest. Dann likest du und abonnierst du diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns, wenn du magst, im nächsten Planet Coaster 2 oder Planet Zoo Video. Ich würde mich freuen. Bis dahin, haut erstmal rein.